Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den CNC-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist ein Adventskalender, wo ich glaube, relativ viele Ampullen auch wieder drin sein werden. Der kostet 49,90 Euro und da stand jetzt nicht, was das für ein Warenwert sein soll, aber er hat mich interessiert, weil die Masken davon hatten wir öfters schon mal irgendwo in anderen Adventskalendern drin und die fand ich eigentlich ganz gut. Und ja, genau, das ist ein süßer, ja, silber, bläulich-weißer Adventskalender, was ich wirklich hübsch finde. Und ja, gucken wir mal. Oh, da sind nochmal alle Produkte entsprechend beschrieben mit Anwendung. Das finde ich richtig nice. Und so sieht es einmal von innen aus. Wir haben einen Kläppchen-Adventskalender und hier sind auf jeden Fall schon mal allerhand Ampullen drin, drauf abgebildet. Deswegen gehe ich davon aus, dass da auch sehr viele Ampullen drin sind. Ja, der kommt jetzt in den Hintergrund und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Am 1. Dezember erwartet uns eine Redless-Ampulle. Ich glaube, wir haben hier pro Ampulle auch, ja, hier steht es auch hinten drauf, 2 Milliliter drin enthalten. Ja, gegen Rötungen, da vermute ich, weil ich die Inhaltsstoffe so noch nicht kenne, so Niacinamide oder sowas mit drin. Aber wir haben ja unser großartiges Heftchen, vielleicht finde ich da irgendwas. Kann besänftigend und unterstützend auf die empfindliche, dünne und zu Irritation neigende Haut wirken und ist dabei besonders hautverträglich. Die Haut findet zu neuer Balance und Ausgeglichenheit. Das ist doch schon mal sehr charmant und wir haben hier auf jeden Fall Aloe Vera drin enthalten, Allantoin, das ist auch immer sehr schön, Centella Asiatica, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr schön an. Milchsäure ist hier auch mit drin enthalten, deswegen würde ich die dann eher empfehlen, abends zu verwenden. Am 2. Dezember haben wir die Stress Control Fluid Ampulle hier drin enthalten. Das sieht mir auch eher danach aus, als wäre das so ein kleines Serum oder so, weil das so gelb ist. Eliminiert die Wirkung der Stresshormone, Cortisol und Adrenalin in der Haut. Schützt vor stressbedingter Dichtreduzierung, Faltenbildung und Feuchtigkeitsverlust. Das ist natürlich total abgefahren. Und hier haben wir Glycerin, Panthenol mit drin enthalten, also sehr pflegende und beruhigende Inhaltsstoffe. Auch hier ist Milchsäure drin, also würde ich das tatsächlich auch eher abends anwenden. Und ja, ansonsten Planktonextrakt. Oh, interessant. Ja, finde ich ziemlich cool. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Das ist die Q10 Vitalkomplex-Ampulle. Und hier kann ich sogar schon sagen, womit die sein wird. Nämlich nicht mit Q10 selber, sondern mit dem Coenzym Q10, was mit dem hauteigenen Q10 in der Haut halt, ne, kommuniziert, um den Stoffwechsel anzuregen. Das belebt und sowas kann man super morgens verwenden. Hier haben wir die Nummer 4, Skin Hydration. Ja, das ist auf jeden Fall auch wieder eine, ich sag mal, Schweiz-Ampulle. Also etwas, was man immer und überall gut verwenden kann. Einfach weil Hydratisierung der Haut, Feuchtigkeitsversorgung kann man definitiv gut gebrauchen. Die wird mit Hyaluronsäure sein. Ich muss nochmal gucken. Skin Hydration ist mit Panthenol und Aloe Vera, aber auch mit Hyaluronsäure, denn wir haben hier nochmal eine Hyaluron-Augenampulle drin enthalten. Oh, die ist dann explizit für die Augenpartie gedacht. Das ist natürlich schön, da werden dann wahrscheinlich etwas mildere Inhaltsstoffe drin sein, damit so Trockenheitsfältchen auch ein bisschen weggehen, ne? Das finde ich interessant, ist am 5. Dezember drin enthalten. Nikolaus darf definitiv was Besonderes sein und das haben wir hier auch drin. Die Visible Eye Contour Lift Creme mit 5 Millilitern. Das ist mal richtig nice, muss ich sagen. Ja, weil am 6. Dezember darf was Besonderes drin sein. Die packen was Besonderes rein, mal keine Ampulle. Und ich finde es richtig schön. Also das ist definitiv mal klug, würde ich sagen. Und eine Augencreme mit 5 Millilitern kann man wirklich gut gebrauchen. Also richtig cool. Am 7. Dezember habe ich wieder eine andere Art der Ampulle. Ist es nicht traurig, dass wir uns darüber freuen, dass wir unterschiedliche Ampullen in den Adventskalendern haben? Sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber andere große Marken denken sich, nö. Das ist die Fruit Peel Ampulle. Und ich glaube, dass das ein ja, chemisches Peeling sein wird mit AHA. Und das finde ich tatsächlich ganz interessant. Multiaktives Gesichtsfluid aus Fruchtsäuren optimiert den Feuchtigkeitsgehalt, glättet das Hautrelief und normalisiert den Teint. Die Haut erscheint glatter, feinporiger und klarer. Ja, und das ist mit Glykolsäure, ne? Also da haben wir halt wirklich AHA drin. Wenn ihr mehr über irgendwelche chemischen Peelings wissen wollt, ist hier oben ein Video zu Peelings verlinkt, selbstverständlich.
Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und die hatten wir aber auch noch nicht mit dabei. Das ist die Hyaluron-Lift-Ampulle. Also hier haben wir dann wahrscheinlich nicht nur Hyaluronsäure drin enthalten, sondern auch irgendwas Zusätzliches. Spendet intensiv Feuchtigkeit, verleiht ein straffes Hautbild und ein samtigeres Hautgefühl. Da ist nochmal Allantoin auch mit dabei. Aber was da jetzt genau nochmal diesen Lift-Effekt geben soll, weiß ich persönlich jetzt nicht. Spendet auf jeden Fall schön Feuchtigkeit und beruhigt. Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über eine Detox-Ampulle freuen. Also hier scheint wirklich jeden Tag eine andere Ampulle drin zu sein. Das finde ich richtig geil, muss ich wirklich sagen. Und ja, notfalls teilt euch die auf 2 Tage auf oder so. Ne? Das ist ja easy, dass man halt nur die Hälfte davon rausnimmt oder dass man sich die mit einem Gua Sha einarbeitet oder so. Aktiviert den Entgiftungsprozess der Haut und setzt nachhaltige antioxidative Abwehrmechanismen in Gang. Die Haut erscheint frisch und gesund. Panthenol, Glycerin, ja, Milchsäure hast du ja auch mit dabei, also auch das eher abends verwenden. Vitamin C ist hier mit am Start, ja, ne, genau, also so wird dann quasi der Detox-Effekt gemacht, cool. In der Nummer 10 darf es auch wieder mit Feuchtigkeit weitergehen, hier haben wir das Moisturizing Concentrate drin enthalten. Ja, also das ist ein Adventskalender, der auch wirklich jeden Hauttypen glücklich machen möchte, denn vor allem Feuchtigkeit braucht die Haut. Aber dann hast du hier so rechts und links nochmal ein paar andere Inspirationen, um mal mehr in diese Wirkstoffgeschichte reinzugehen. Hier haben wir einfach etwas, das spendet Feuchtigkeit und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl. Ich glaube, das kann wirklich jeder Hauttyp gut gebrauchen, oder? Die erste Halbzeit, die Nummer 11, enthält eine Bio-Repair-Ampulle. Also wenn irgendwas mit Repair ist, denke ich tatsächlich immer so ein bisschen an Panthenol oder an Ceramide. Hier haben wir einen Intensivcocktail für die müde, anspruchsvolle und erholungsbedürftige Haut. Der Teint wirkt sichtbar glatter und frischer. Glycerin ist hier vor allem drin, Panthenol, genau. Aloe Vera haben wir hier mit dabei, Allantoin. Ja, das hört sich doch schon mal so nice an, ne? Kann man definitiv machen. Ach, guck mal, und Niacinamide haben wir auch mit drin enthalten. Am 12. Dezember haben wir die Halbzeit erreicht und da ist ein Vitamin C Serum mit 5 Millilitern drin enthalten. Vitamin C ist auch ein Wirkstoff, den ich persönlich nicht bei jeder Marke vertrage. Ne? Da muss man dann einfach mal so ein bisschen gucken, ob einem das gefällt. Ist aber tatsächlich morgens richtig, richtig nice, weil das so die Haut auch ein bisschen strahlen lässt. Es gibt wirklich die Möglichkeit, dass auch die Haut etwas aufgehellt wird. Also quasi so Pigmentflecken oder Pickelmale oder so. Finde ich sehr schön, dass sie das in die 12 reingepackt haben. Am 13. Dezember haben wir die Kollagen-Boost-Ampulle mit 2 Millilitern enthalten. Das ist etwas, was super schön ist, weil du diese Inhaltsstoffe, also das ist tatsächlich so ein bisschen wie so eine Art Fettfilm, ne? Also es legt sich quasi über die Haut, um die Haut zu schützen, damit die Feuchtigkeit aus der Haut nicht verdunstet. Dafür ist Kollagen echt gut geeignet und deswegen wirkt das immer so ein bisschen aufpolstern für die Haut und ja, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen und manchmal enthalten solche Produkte auch etwas, um den eigenen hauteigenen Kollagenstoffwechsel anzuregen, damit die Haut mehr Kollagen produziert und wirklich praller wird. Am 14. Dezember habe ich das Stem Cell DNA Fluid mit 2 Millilitern drin enthalten. Das finde ich auch sehr, 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 sehr nice. Diese Stammzellensachen sind immer total großartig, wenn deine Haut repariert werden muss. Ich mache das zum Beispiel so, dass wenn ich solche Stammzellenampullen verwende, dass ich die nicht nur im Gesicht verwende, um dann zum Beispiel Narben auszubessern, ne, oder Pickelmale auszubessern, sondern auch, dass ich ein bisschen davon mir noch auf meine Kaiserschnittnarbe zum Beispiel gebe. Das hilft ungemein. Das repariert total und deswegen finde ich es großartig, dass sie die hier mit reingepackt haben, auch wenn ich die selber noch nicht kenne. Am 15. Dezember haben wir, glaube ich, unsere allererste Doppelung hier drin und zwar haben wir hier nochmal das Stress Control Fluid am Start. Finde ich aber gar nicht so verkehrt, weil wir haben ja schon allerhand jetzt hier auch durch den Adventskalender erleben dürfen und ich glaube, die Weihnachtszeit ist sehr, sehr stressig, deswegen passt das. Ja, guck mal, am 16. Dezember haben wir noch eine Doppelung. Ich glaube, jetzt wiederholen sich so ein paar Sachen. Hier haben wir nochmal die Hyaluron-Lift-Ampulle am Start. Die hatten wir ja eben schon. Aber ich glaube, das ist auch wirklich etwas, was man auch doppelt in so einem Adventskalender finden darf, oder? Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, haben wir auch wieder eine Doppelung. Aber auch hier ein Moisturizing Concentrate, was man wirklich auch jetzt in der Weihnachtszeit sehr, sehr gut gebrauchen kann. Deswegen vollkommen in Ordnung. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember erwartet uns nochmal die Detox-Ampulle, sodass wir halt quasi kurz vor Heiligabend nochmal den ganzen Schmodder aus dem Gesicht rausbekommen und einfach ja jetzt dann quasi mit den darauf folgenden Kläppchen alles wieder zum Strahlen bringen können. Nö, das macht auf jeden Fall Sinn.
Richtig cool, am 19. Dezember bekommen wir nochmal das Stem Cell DNA Fluid und ja, ich persönlich feiere das, glaube ich, am meisten hier von den ganzen Ampullen, weil ich einfach weiß, wie großartig die Wirkung davon sein kann. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Am 20. Dezember erwartet uns wieder die Kollagen Boost Ampulle, was ich auch sehr schön finde, dass man die Haut dann entsprechend nährt, nachdem man den Detox-Effekt bekommen hat und sie mit Stammzellen wieder repariert hat. Und jetzt kommt dieses ganze Nährende wieder. Finde ich klasse. Am 21. Dezember kommt eine neue Ampulle daher, und zwar die Intensiv-Effekt-Fluid-Ampulle. Das ist diese hier. Und ja, da muss ich mal gucken, was der intensive Effekt sein soll. Intensiveffekt. Ein Straffungspräparat mit Sofort-Effekt. Der Teint wirkt unmittelbar glatter und erstrahlt in neuer Frische. Und auch hier hauptsächlich ist hier Allantoin und Glycerin mit dabei, aber auch ein paar Peptide, die helfen so ein bisschen, um die Hautbarriere wiederherzustellen. Zwei Tage vor Heiligabend haben wir noch eine neue Ampulle, und zwar das Power Lift Elixier. Also wir werden hier nochmal richtig schön glatt gebügelt, bevor Heiligabend dann uns erwartet. Mal gucken, was die hier machen soll und warum die überhaupt glätten soll. Straffungselixier mit deutlichem Lift-Effekt, der 2 Stunden nach der Anwendung für ca. 8 Stunden anhält. Die Haut wirkt deutlich frischer und geglättet. Das ist definitiv eine Ampulle, die ich dann auch morgens verwenden würde, weil was soll das Kissen davon sehen, ne? Das wollen wir nicht. Mit Panthenol ist das Ganze, Pullulan, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Gut, hier ist auch Milchsäure drin, das heißt definitiv schön Lichtschutzfaktor verwenden, das sowieso, aber nach dieser Ampulle auf jeden Fall. Vitamin C haben wir hier mit dabei, genau, also das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich weiß jetzt nicht, was dafür zuständig sein wird, dass man halt so richtig dieses Bügeleisen bekommt, aber manchmal hat man ja so natürliche Botox-Inhaltsstoffe, ne? Die dafür sorgen, dass quasi die Haut so ein bisschen geglättet wird. Das finde ich interessant. Einen Tag vor Heiligabend werden wir nochmal gebügelt, und zwar habe ich die Edition Lift Elixier Ampulle hier mit dabei. Also wir werden wirklich hier sehr, sehr intensiv geglättet. Edition Lift Elixier, und hier steht aber Edition Lift Essence. Egal, ist wahrscheinlich ein Druckfehler, wa? Bereits nach der ersten Anwendung können Linien und Fältchen deutlich gemindert werden und die Haut wird auf mehreren Ebenen durchfeuchtet. Das ist wichtig, dann wird es dann wahrscheinlich auch unterschiedlich kettige Arten von Hyaluronsäure beinhalten, die dann auch unterschiedlich tief in die Haut einziehen können. Das finde ich ziemlich geil. Pullulan ist hier auch wieder mit dabei. Den Inhaltsstoff muss ich mir definitiv nochmal intensiver durchlesen. Hyaluronsäure ist am Start. Und so, das hört sich wirklich sehr durchfeuchtend an. Schön. Trommelwirbel für Heiligabend, den 24. Dezember, Edition 3.5. Okay, 5 ml sind hier drin. Ich glaube, das ist ein Serum, wenn ich das gerade beim Überfliegen und Suchen nach anderen Ampullen richtig gelesen hatte. Finde ich sehr, sehr, sehr interessant, dass man ein Produkt so komisch benennt, um das mal so zu sagen. Die mehrfach korrigierende Lift und Repair Gesichtspflege, nee, das ist eine Creme, Leute, sorgt für definierte Konturen. Falten, Altersflecken und große Poren werden minimiert. Ideal auch als reparierende Nachtpflege. Wahrscheinlich enthält das nämlich auch irgendwie sowas wie Niacinamid oder halt auch irgendwelche chemische Peelings-Geschichten. Shea-Butter haben wir hier auf jeden Fall mit dabei. Glycerin haben wir mit am Start. Hyaluronsäure, Allantoin und so weiter und so fort. Also was dann letztendlich da tatsächlich für sorgt, weiß ich jetzt nicht. Finde ich aber auf jeden Fall interessant. Genauso wie ich den ganzen Adventskalender interessant finde. Ja, wir haben so eine Handvoll Doppelungen bei dem Adventskalender mit dabei. Aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Denn er gibt schon einen ganz guten Einblick in das Sortiment, ne? Wir haben dann auch noch eine Augencreme, ein Serum und eine Gesichtscreme mit hier mit dabei. Und ich finde das ziemlich schlau gemacht. Also für mich persönlich ein Adventskalender, den ich empfehlen würde, wenn jemand nach einem schönen Ampullen-Adventskalender sucht. Ich glaube, hiermit hat man wirklich seine Freude, sofern man parfümierte Produkte verwendet. Ne? Weil du hast in allen Produkten Parfümstoffe drin enthalten, habe ich in den Inkies gesehen. Und ja, aber wenn da jemand wirklich nach einem Ampullen-Adventskalender sucht für 49,90, ist das, glaube ich, eine schöne Geschichte. Ne? Aber ich weiß nicht, das ist jetzt meine Meinung. Wie ist so eure Meinung? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, da können wir uns gerne drüber austauschen. Und dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!